Dr. Robert Chase, wir sind vom Department of Citizenship and Immigration. Haben Sie einen Antrag auf Eheschließung gestellt? Ja. Ihre Arbeitserlaubnis ist abgelaufen. Würden Sie bitte mitkommen? Ich bin seine Verlobte und kann das hoffentlich aufklären. Sie dürfen nicht mitkommen. Es ist mit Sicherheit ein Versehen. Ich rufe dich an, sobald ich weiß, was los ist. Sieh zu, dass er die Party überlebt. Ich darf Sie jetzt willkommen heißen zu der besten und heißesten Nacht. Danke. So, und jetzt ein paar Regeln für den Abend. Meine Sicherheit steht auf jeden Fall an erster Stelle. Wir hatten jetzt 18 Tage keine Verletzung am Arbeitsplatz. Ach, ja. Die Mädels hier sind alle teilzeitjobbende Jurastudentinnen, also Vorsicht. Haus! Ich wusste, dass du kommst. Das ist meine Wohnung. Das kannst du nicht. Die Gegenwart straft uns Lügen. Wo sind meine Möbel? Irgendwo da draußen. James! Karamell? Ja. Hey! Wie geht's deiner Frau? Wir sind geschieden. Wie geht's deiner Katze? Tot. Oh. Wie wär's? Wollen wir was trinken? Oh. Okay. Jetzt war es halt echt cool. Vertrauen ist eben alles. Ich werde jetzt mal rausgehen. Also weiter so. Du solltest dich für deine Mühe da draußen mit einem Lapdance belohnen. Hier finde ich es auch ganz gut. Ich auch. Auf uns und auf unsere Diagnose MS. Und die Erblindung, die Neuropathie, die Arrhythmie und auf unseren Scharfblick. Was haben die anderen dazu beigetragen? Gut ausgesehen und ihren Kittel getragen. Bis auf Torb. Manche Menschen arbeiten eben besser allein. Sozusagen. Komm, einer geht noch rein. Geht auf die Pause. Vorstellen Karamell. Na? Hm? Einer geht vielleicht noch. Oder schmeckt das? Ist das... Ist das Erdbeer? Ja. Scheiße! Haus, sind Sie da drin? Hier drin ist besetzt. Benutzen Sie die Küche. Pinkeln Sie in den Ausguss. Chase hat einen anaphylaktischen Schock. Wahrscheinlich von der Körperbutter der Stripperin. Ist er okay? Einer von den Leuten hatte einen EpiPen dabei. Das war seine Rettung. Aber wir bringen ihn ins Krankenhaus. Gut. Ich wusste, dass Chase allergisch auf Erdbeeren reagiert, oder? Deshalb wolltest du, dass Karamell dabei ist. Ich hatte sie nur vorgeschlagen, weil sie so klasse auf Wilsons Party war.
Ich wusste von ihrer Erdbeerkörperbutter und von Chase Erdbeerallergie. Ich wollte Chase töten. Was für einen Grund hätte ich dazu? Ich will nichts von Cameron. Andererseits erfreust du dich aber auch nicht am Glück der anderen. Hallo? Bestätigt? Danke. Der taube Junge wird sterben. Es ist keine MS. Wir lagen falsch.